Hallo und herzlich willkommen zurück zu CK3 mit König Batista. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen was gucken, nämlich wo haben wir überall Ansprüche? Gut, Capua interessiert mich nicht, Tirol, ja. Parma, Spoleto, nee, Innsbruck, schön, Viterbo, auch toll, juckt mich aber nicht. Können wir dem Typen eigentlich. Ach nee, wir können ja nicht. Wir haben auch keinen Kriegsgrund gegen ihn. Das heißt, unser Jutta Bischof darf mal einen Anspruch fingieren. Na? Damit wir da was machen können. Denn wir müssen auch sehen, dass wir ein paar Ansprüche zusammenbekommen. Damit wir am Ende unseren Plan umsetzen können. Irgendein Ritter ist Schwertmeister geworden. Wunderbar. Und ich sehe, ich muss in der nächsten Aufnahmepause mal dringend Leute verheiraten. Kannst du was? Nee, du kannst nichts. Gut. Aber ich schick dich nicht vom Hof, denn ich bin ja mitfühlend, da macht man sowas nicht, ne? So, und der nächste Legendenförderer. Ein gemeiner Stallbursche hat meinen Haushalt bestohlen. Der Täter kniet vor mir und winselt etwas von hungrigen Kindern und Gnade im Namen von Sankt Josef. Bitte, ich flehe euch an. Ich tue alles, was ihr wollt. Ja, wie ich gerade schon sagte, wir sind mitfühlend. Also, natürlich sind wir dann so, dass wir ihm vergeben. Ja. Irgendwelche komischen Geschichten. Sebastiano. Und seine Arme halten Einzug in mein Gemach. Ich sollte tatsächlich beim Vergabe der Hofämter darauf achten, dass ich die Namen aussprechen kann. Das wäre vielleicht sinnvoll. Tuscha oder so. Verkündet. Lehnsherr, ihr werdet Zeuge eines monumentalen Ereignisses. Sebastiano hat ein mächtiges Geschenk für euch. Nur zu, Sebastiano. Sag es ihm. Vater, ich habe gerade einen Zahn verloren. Sebastiano präsentiert mein zahnloses Lächeln und überreicht mir einen kleinen Beutel mit dem ausgefallenen Zahn darin. Und nein, wir werden im Jahr 1115 nicht die Zahnfee einführen. Behalte deinen Zahn bitte, danke. Ich muss hier nicht ständig die Zähne von meinen Kindern sammeln. Ja, ich glaube, ich habe andere Hobbys. Apropos, andere Hobbys. So, wen haben wir, was haben wir denn da alles? Botolf hat sein Kampfgeschick erhöht. Wir haben einen Gefangenen gemacht, haben 34 Gold für diese Belagerung bekommen. Wunderbar. Aber wir wollen jetzt erstmal ein bisschen Anspannung abarbeiten. Und zwar, wir machen hier die ganz normalen Übungen. Das reicht uns. Wir müssen hier nicht großartig Attacke machen. Haben wir irgendwo irgendein... ich hätte gerne eine Krone. Ich sag's, wie es ist. Nuno Muniz. Der Bruder des Bürgermeisters von Santander fertigt uns eine Krone an. Wir können Lösegeld verlangen. Das werden wir auch gleich einmal tun. Wie sieht denn jetzt der Kriegsstand aus gerade? Ich sag's so, wie es ist.
Östergotland ist hier auf unserer Seite. Ich würde sagen, wir ziehen mal da runter und versuchen da unten das zu befreien, denn damit Sekunde. Ja, wir müssen da hoch nach Uppland. Wir brauchen Uppland. Ja, ihr könnt da unten bleiben, das ist okay. Und da belagern, das passt. Und was haben wir denn hier für eine Inspiration? Emmerich möchte über die Diplomatie schreiben. Das haben wir ja gerade erst was bekommen. So. Die Herzogin von Kroatien fördert unsere Legende. Jetzt wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier noch? Was hätte ich gerne? Ich hätte gerne das Hufeisen. Ja, so, wir haben die Armee von Dalabergs Lagen geschlagen, das ist ja schön. So, für uns ist jetzt wichtig, dass wir hier eigentlich. Was machst du denn da? Achso, Matteo will Gerwas da wegholen. Jo, wunderbar. Kriegsstand 100%. Maff. Schließ Frieden, Kollege Schnürschuh. Wir kriegen einen Anspruch auf Villach. Sehr gut. Mein Kunstschmied Nunio bringt mich auf den neuesten Stand, was seine Fortschritte angeht. Er schwadroniert endlos von den Grenzen, die ihm durch seine Werkzeuge und seine Wirkstätte gesetzt werden, während mein Geist, ob all meiner kühnen Ideen, schier ins Wanken gerät. Das, was für die Umsetzung dieser Ideen tatsächlich getan werden muss, mag nicht im Bereich meiner persönlichen Stärken liegen. Doch das heißt nicht, dass ich nicht ein Wörtchen mitzureden hätte, wie mein Geld ausgegeben wird. Hätten wir Vorschläge? Ja, wir hätten Vorschläge. Sehr gut. So. Wir haben damit diesen Krieg gewonnen. Ja. Wir haben ein schwaches Druckmittel gegen den schwedischen König bekommen. Naja, in letzter Zeit kam ich nicht umhin, die Scharen kichernder Maiden und sonst so disziplinierter Krieger zu bemerken, die sich in dunklen Nischen versammeln, um verzückt ein Buch zu lauschen. Heute habe ich endlich Golding mit dem Buch in seinen Händen in die Enge treiben können. Seiten über Seiten sind mit Gedichten gefüllt, anmutig in der Form, aber lasziv im Wesen. Die engelsgleiche Schönheit aller Arten von Frauen wird mit sanften Worten verherrlicht und kann das irdische Verlangen des Dichters kaum überdecken. Ich schweige, während ich über die mutmaßliche Reaktion von Fürsterzbischof Bernardino nachdenke und Golding starrt mich besorgt an. Naja, sagen wir es mal so, ne? Wir sind Ehebrecher, auch wenn wir in der letzten Zeit uns ja recht treu verhalten haben gegenüber der treulosen Tomate von Ehefrau, die wir haben. Ne? Wir vergessen nichts, sie hat mal versucht, uns umzubringen. Ich sag mal so, Kultur kommt in vielen Formen, lasst sie lesen. Ja.
Und Gräfin Ashariva, unsere Verbündete, mit der, für die wir hier gerade diesen ganzen Krieg ausgefochten haben, hat sich an einem Gedicht versucht und es tatsächlich mir gewidmet. Trauer in stille Morgen. Wenn solch ein schönes Antlitz nun stets verborgen scheint, denn wer so zurückbleibt, der ist ganz allein. Wenn jemand Großes so tief fällt, alles Leben, alle Pläne, alles Streben ist am Ende verprellt. Ja, komm, ich sag's mal so, wie es ist. Wir sagen, dass es von Herzen kommt und es ist wundervoll und schön und toll. Ne? So, unser Hofarzt, unser Bruder Gastone, Sekunde mal, wen will er denn beisetzen? Naja, gut. Ja, komm. Ja, komm, was soll's. Machen wir. Und dann gehen wir hier nochmal lang, holen uns nochmal Lebenswandelpunkte. Passt dann schon. Wunderbar. Unser Sohn geht in die Regentschaft während der Zeit. Auf unserem Weg durch Modena stolpern wir zufällig auf einen einheimischen Markt. Überall drängen sich Bauern und Adlige jeder Kultur und Sprache um die exotischen Essenstände und die Luft ist von Düften erfüllt, die ich mir nie hätte vorstellen können. Meine Nase wird von einem schlicht wirkenden Stand angezogen, an dem ein Gericht präsentiert wird, das ich noch nie gesehen habe. Doch ich werde von Alberic aus meinem Traum gerissen. Herr, dieser Bauernfraß ist eurer nicht würdig. Wir haben zu Hause viel feinere Speisen. Aber ich hab Bock auf Pizza. Also esse ich jetzt Pizza. Und ich bin der König und dementsprechend so. Und die Pizza war abscheulich. Vermutlich war es eine Pizza Hawaii. Wer weiß es schon? Wer weiß das schon? Na? Haben wir hier eigentlich. Oh, wir haben auch noch Gefangene. Wer ist denn Claudio? Claudio ist unser Vorkoster. Ich glaube nicht, dass wir unsere Krone unserem Vorkoster widmen sollten. Das wäre jetzt für mich ein bisschen, ja, ne? Oh, sag mal. Altmann von Niederbayern setzen wir hierbei. Okay, ich habe keine Ahnung, wer Altmann war. Gut. Aber ich nehme das Prestige erstmal mit, ne? Also das ist, ne, hier quasi. Wie ich das vom Dorf her aus meiner Jugend kenne, irgendwer im Dorf ist gestorben, du hattest mit den Leuten nichts zu tun, du bist trotzdem zur Beerdigung gegangen, weil kommt ja aus dem gleichen Dorf. Ne? Ich glaube, das ist das gleiche Problem. Oder das gleiche Prinzip. Richard ist tot. Das ist natürlich nicht schön, weil ich bräuchte jetzt einen Mundschenk. Ich finde, da können wir unsere. Das kann unsere Schwiegerin machen. Oder?
Dann hat die wenigstens was zu tun und na, und kann ihrer Trunksucht immerhin in offiziellen Diensten nachgeben. So, das ist lächerlich. Da ich die persönliche Sammlungsgüte, die der König zusammengetragen hat, ist es meine Pflicht, die Güter eurer Arbeit zu gewährleisten. Ihr werdet die Arbeit sehen, sobald sie fertig ist. Ihr solltet einen Menschen in Frieden lassen, wenn er gerade dabei ist, etwas zu erschaffen, was eines Königs würdig ist. Munio, trotzdem, das ist mein Erzzeugwart. Der soll da mal einen Blick drauf werfen. Der ist nämlich ein bisschen qualifizierter als du. Egal um was es geht, der ist qualifizierter. So. Immer noch die Buchgeschichte. Wir können uns das ja leisten, also finanzieren wir diese Inspiration. Vielleicht kommt da ja was Schönes raus oder wir können es verschenken. Ne? Und ansonsten haben wir immer noch ein bisschen was quasi auf der hohen Kante, um es im Fall der Fälle, wenn wir dringend Gold brauchen, zu verkaufen. Die Trauernden bewegen sich schluchzend in einer Art makaberen Tanz durch den Saal. Alles für Altmann. Die beunruhigende Stille eines Volkes, das sich das verwehrt, was es so verzweifelt zu tun wünscht. Stumme Schreie, die ihm nie über die Lippen kommen. Erbittert geführte Kämpfe gegen zu vergießende Tränen, da man sich der eigenen Trauer so sehr schämt. Ich erhebe mich und lasse es zu, mich in den Tanz mit den anderen Trauernden zu verlieren. Und wir bleiben stark. Alle Blicke richten sich auf Fürstbischof Bertram von St. Gallen, als er klagend zu Boden fällt, die Hände vor die geröteten Augen geschlagen. Das traurige Schluchzen und Keuchen des Bischofs raubt den anderen Trauergästen schier den Atem und viele bieten ihm Trost oder bringen ihm Ehrerbietung dar, als wäre er es, der dem Jenseits übergeben werden soll. Wir bieten Trost, würde ich sagen. Wir bieten Trost. Das passt zu unserem mitfühlenden Charakter. In einer ruhigen Ecke der Kirche höre ich, wie der Fürstbischof sich mit einer Gruppe von Trauernden unterhält. Er bittet mich mit einer ernsten Geste zu sich. Wir haben alle schöne Erinnerungen an Altmann und ich habe gerade über eine gesprochen. Er freundete sich mit ihm an. Okay, jetzt wissen wir auch, warum er den unter die Erde bringt. Alles klar. Sagt an, habt ihr auch Erinnerungen, die ihr teilen möchtet? Wir sagen einfach, die Erinnerungen sind zu schmerzhaft. Ja, denn wir sind immerhin ein ausgezeichneter Diplomat. Da können wir uns auch mal ein bisschen rauslügen aus so einer Nummer. Neben mir starrt Krambe gebeugt und ohne jedes Vorgaukeln von Gefasstheit der untröstliche Razzo. Herzog Razzo von Kärnten. Vor sich hin ins Leere. Keine Träne rinnt ihm über die Wange, kein Wort kommt ihm über die Lippen, bis er sich mir zuwendet. Gott kann in der Tat grausam sein. Warum weht der Wind noch immer? Warum drängt das Meer weiter ans Ufer? Warum sehnt sich mein Leib nach Nahrung und dürstet nach Wasser? Die Offenbarung ist über uns hereingebrochen. Meine Bekanntschaft ist tot. Oh, ich liebe es. Diese Events sind so lustig. Solange es Leben gibt, ach, er ist gekränkt. So, wir haben eine Krone bekommen. Die Krone wurde aus Sondermessing, okay, gefertigt und ist mit kleinen Jaspisstücken besetzt. Sie bringt uns Prestige und Vasallensteuer von parochialen Vasallen. Die traurige Schlange marschiert weiter. Jene Schlange, um einen letzten Augenblick mit Altmann zu erleben. Ein letztes Flüstern, ein letztes langes Lebewohl. Ein letztes Nichts am letzten Ort,
an dem man ihn sehen wird. Wahrlich, es ist ein Privileg, hier zu sein. Die Schlange bringt mich ihm immer näher, bis schließlich die Gestalt vor mir beiseite tritt und nur noch ein Schleier zwischen mir und Altmann liegt. Ja, komm, ich sag mal so. Wir sind jetzt hier bei einem uns Unbekannten auf einer Beerdigung. Dementsprechend, wenn wir die Möglichkeit haben, Legitimität zu bekommen, dann holen wir sie uns. Die Menge zeigt sich gerührt, wir bekommen Legitimität. Sehr schön. Genau das, was ich wollte. Von allen verehrten, bischurkischen Gestalten war keiner begehrter als unser dahingeschiedener Altmann. Da die seinetwegen versammelte Menge schluchzender und gaffender Menschen andere Objekte aufgetan hat, an denen sie ihre Faszination befriedigen kann, bleibt mir nun endlich ein tröstlicher Augenblick mit jedem Menschen, der meine Bekanntschaft war. Es ist immer noch die Bekanntschaft, die wir nicht kennen. Wir erlauben uns einen Moment der Trauer, wir sind ja schließlich mitfühlend. Die Schatten der Trauernden ragen nicht mehr über mir auf. Und ich habe endlich einen Augenblick für mich allein. Welch stiller Trost in einem solchen Moment, ohne das Geklapper und Geplapper der anderen Gäste in meinen Ohren. Nur ich und meine Gedanken zu Altmann. Wir verlieren nochmal Anspannung, auch wenn wir gar keine mehr haben, aber Emmerich möchte wissen, worüber er schreiben soll. Und er kann schreiben, worüber er möchte. Und jetzt kam er auf die großartige Idee, unser Dynastiemotto darauf zu kloppen, wo ich sage, jawollo, mach mal bitte, weil die 150 Bekanntheit hätte ich gerne. Vor mir steht eine Festtafel, reich gedeckt mit allerlei Speisen und Getränken, als wollte Altmann einen letzten Akt der Großmut vor dem Abschied begehen. Herzog Leopold von der Steiermark hat sich bisher jedoch geweigert, dieses Festmahl anzurühren und schwenkt seinen Kelch in müßigem Trost umher. Sein bislang ungerichteter Blick fällt nun müde auf mich. Und mit einem ruhigen Nicken erhebt er seinen Kelch. Auf Altmann, wahrlich einer der Großen. Ich würde sagen, wir versuchen das nochmal mit der Legitimität. Und die Menge zeigt sich wieder gerührt und wir haben wieder 50 Legitimität bekommen. Das heißt, wir haben jetzt 958, 1200 brauchen wir. Läuft, wir sind auf einem guten Weg. Die anderen Trauernden und ich gönnen uns eine Pause von unserem Kummer, um eine wahre Überfülle an Speisen zu genießen. Königin Walpurga von Lothringen. Für gewöhnlich das pulsierende Herz eines jeden Festes sitzt mir nun mit trübem Blick gegenüber ein unangetasteten Kelch neben sich. Wie können wir in Zeiten wie diesen fett und fröhlich feiern? Sollten wir unsere genusssüchtigsten Gelüste befriedigen, während Altmann gar keine mehr hat? Schließt euch mir an, leert eure Kelche als Trankopfer. Die Gäste scheinen sich einig zu sein, es liegt Weisheit im unbeholfenen Wehklagen von Walpurga. Wir schließen uns einfach an. Die 20 Legitimität nehmen wir mit und jetzt bauen wir hier wieder auf. Wir kriegen Erholung von Krankheit in den betroffenen Grafschaften. 20% Entwicklungszuwachs nehmen wir. Ich würde sagen, wir kümmern uns gleich erstmal darum, dass unser Sohn nicht zu mächtig wird als Regent. Nun ist die Zeit gekommen, die letzten Riten für Altmann vor seiner endgültigen Reise ins Jenseits abzuhalten. Der in ein Tuch geschlagene Leichnam von Altmann wird über ein offenes Grab gehalten, das von engen Freunden und Angehörigen umringt ist. Am Kopfende steht der Fürstbischof an einem privilegierten Ort der Trauer, der allein großmütigen Gastgebern vorbehalten ist. Es werden ein paar traditionelle Gebete für den Verstorbenen gesprochen und danach lässt man den Leichnam langsam in sein Grab hinab, wo er für immer im Paradies ruhen kann.
So, das war die Beisetzung von Altmann von Niederbayern. Jetzt können wir uns auch wieder der Reichspolitik ein bisschen widmen. Und wir haben uns in Bregenz verirrt. Aber nicht so schlimm, wir können ja auch Deutsch. Wir sind ja schließlich keine Schwaben. Ich würde gerne einmal unsere Lehnsautorität erhöhen. So. Ich laufe einem sehr grimmig dreinblickenden Autor Emmerich in die Arme und hoffe, dass er keine schlechten Nachrichten hinsichtlich der vorzüglichen Arbeit an seinem Buch hat, das bald fertig sein sollte. Oh, da seid ihr, Alinze, es gibt da einen Stolperstein, aber nichts Großes. Meine Einfälle sind abgetaucht, als der Druck immer größer wurde. Ich brauche nur mehr Inspiration. Mächtiger König, hättet ihr vielleicht eine Vorlage, die ich in Augenschein nehmen könnte? So, die Muse schläft, das ist halt so. Ein gemeiner Dieb wurde zum Tod verurteilt. Ich wollte wissen, was mein Sohn und Erbe Sebastiano darüber dachte und erkundigte mich nach seiner Meinung. Er brachte Zweifel darüber zum Ausdruck, ob irgendein Gott es wollte, dass ein Reich von derart harten Gesetzen regiert wird. Dies lehrt uns, dass man in allen Dingen Maß halten muss. Holen wir uns... Ja, komm. Das machen wir. So. Wir sind damit auch wieder zurück und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge. Ihr Lieben, wir sehen, lesen, hören uns. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.